Hallo, willkommen bei den Brick Freaks. Heute mit dem Frank. Ein Unboxing-Aufbau-Schauen-wir-mal-Video. Was ganz Neues, also ich kann es noch nicht. Mold King, der Glory Guardian oder Glory Guardians. Auch chinesischer Hersteller, wie zu erwarten. Die Modellnummer ist 13006. 431 Teile erwarten uns hier. Und ja. 2,4 GHz Remote Control und ähnlich wie beim Kada ist das Ganze auch hier über so ein, die nennen es Powered Module. Mal gucken, was da alles drin ist. Ob das Batterie, Empfänger, Motor, schauen wir mal. Ganz normal hier in Deutschland erworben. Bin gespannt. Von Kada war ich ja extrem positiv überrascht. Und vielleicht kriegen die hier auch eine gute Technikqualität hin wie Kada. Schauen wir mal an. Da unten noch ihr wisst, wo ihr es bekommen könnt. Link ist auch unten in der Beschreibung. Drinnen ist diese Plastikschachtel. Teile, Reifen und Lichtarme. Die Fernbedienung. Schauen wir mal. Pinne und Verbinder und so Sachen. Dann hier wird das Powered Module drin sein. Ein USB-Ladegerät, eine Anleitung und Operating Instructions. Huh? Yes, Operating Instructions. Und wer will, darf es auch noch bekleben. 4 Aufkleber. Auf den ersten Blick sieht es erstmal so ganz okay aus. Nichts auffällig, sieht aus wie eine typische Klemmbausteinanleitung nach Lego-Vorbild von den Bildern und der Machart. Und die führt uns über, ja, kann man 58, 59. Eieiei. Über 58 Seiten. Seite 59 zeigt uns nochmal, welche Teile wir zu erwarten haben. Und hier ist der Rest der Glory Guardians. Der hier sieht immer richtig lächerlich missproportioniert aus. Den haben wir jetzt hier. Jo. Der sieht ganz interessant aus. Wir bauen jetzt mal den und dann werden wir sehen. Seite 8, Bauabschnitt 18. Wir haben an das Power-Modul hier schon mal gleich die Lenkung und die Vorderachse dran gezimmert. Man hört es auch. Ja. Da hört man innen drin den Motor rattern. Qualität der Verbinder und Pins und so weiter ist erstaunlich gut. Also kein Deutsch schlechter, eher. Ja, hier musste ich kurz abhelfen. Ihr seht, da ist keine halber Achsstopper drauf. Hier ist einer drauf. Nötige Teil war nicht mehr da. Ein Teil schon gefehlt. Aber ansonsten die Qualität ist gut. Also besetzen alle Pins und so weiter und Verbinder wirklich gut, besser als Lapin. Mal gucken, wie es weitergeht. Bisschen weitergekommen. Ja, Motor, wo die Zylinder seitlich sitzen, ist es dazu gekommen. Und
bewegt sich auch. Ja. Angedeutetes Lenkrad. Hat nicht wirklich was damit zu tun. Ein paar Anbauten. Lässt sich immer noch super bauen. Hier ist eine ziemlich ungewöhnliche Baulösung, um die Stange hier fortzuführen. Also oben ist es gar nicht fixiert. Das liegt da praktisch auf den Noppen auf. Der Verbinder und hält somit die Stange in der Spur. Ungewöhnliche Lösung, aber wenn sie funktioniert, absolut okay. Ja, also bis jetzt nur ein Fehlteil, alle Teile super. Bis jetzt bin ich dem Set wirklich sehr wohlgewogen. Kann man nichts sagen. Seite 35. Ein bisschen Rahmen hier oben aufgebaut. Struktur, an die wir nachher, denke ich, dann die Paneele da anbringen. Hinterachse wurde bestückt hier, also in den Motor rein, die Achsen. Und dann hört er das, ne? Gut. Das hier, obwohl ich noch nicht genau weiß, was es ist. Wir werden sehen. Ansonsten funktioniert alles sehr gut. Qualität ist super. Keine bösen Überraschungen bis jetzt. Wir sind erfreut. Hier hinten haben wir schon ein bisschen die Radkästen gebaut. Das ist alles miteinander verbunden. Wir haben begonnen, die Führerkabine auszubauen. Sitze sind drin. Türen. Solide. Gute Konstruktion, die Türen. Absolut durchdacht. Auch hier dieser Überrollbügel hier oben. Ist nicht kompliziert, aber gut durchdacht und solide gemacht. Also kann echt nichts sagen gegen diesen Guardian von Mole King. Bis jetzt überhaupt nicht. Er ist fertig. Wie ihr seht, funktioniert eigentlich ganz gut. Steuerung ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig hier mit dem Diagonalen. Das ist ein bisschen billig. Also um das analog feinfühlig lässt sich das hier mit nicht steuern, wie einem das suggeriert wird. Aber man kann fahren, ohne dass man anlegt. Ich werde da mal einen Test machen, wie weit es funktioniert. Was wir auch noch hätten, bei dem Modell jetzt nicht, aber da scheint es auch noch Lichter zu geben. Indicator Lights, die da irgendwie noch angeschlossen werden können. Unten an der Platte. Insgesamt, dadurch, dass die Platte ein bisschen kleiner ist als die vom Kader, vom Land Rover Defender, Test jetzt oben in der Ecke, die Infokarte oder die Karte kommt da zum Test vom Land Rover Defender, der hat da auch eine Basisplatte. Hier ist sie kleiner und man kann auch Lichter mit steuern, das ist schon mal ganz cool. Die Qualität ist auch super, wie bei Kader. Theoretisch kann man hier noch Licht mit steuern, wenn das Modell das unterstützt, was unser Set hier nicht macht. Ja, ich muss sagen, bin echt angetan. Qualität ist super, Design ist okay. Man kann die Türen öffnen, kann hier hinten die Paneele seitwärts hier hochklappen. Ja, das war es dann schon mit Technikfunktionen, gell? Mehr hat er nicht. Aber er fährt. Für 30 Euro inklusive zuverlässiger Technik hier kann man jetzt erstmal nichts sagen. Rechtzeit im Review. Hallo und willkommen bei den Brick Freaks. Heute mal wieder mit dem Model Review von mir, vom Frank. Ich habe was Neues ausgebuddelt von der Firma Mold King. Kannte ich bis jetzt noch nicht. Haben eine Glory Guardians Reihe. Da haben wir hier die Modellnummer 13006, 431 Teile. Ein kleines, ferngesteuertes Klemmbausteinfahrzeug. Das Besondere hier ist, es verwendet wie bei Kada eine Unterplattform. Das heißt, hier ist drin der Motor, der Servo, der Funkempfänger und die Akkubox. Das ist sehr praktisch. Man ist natürlich in der weiteren Verwendung natürlich etwas eingeschränkt, der. Habt das mal gesehen. Ich mache euch einen Link unten rein zu einem Angebot auf Amazon, wenn ich eins finde. So, hier ist er.
431 richtig gute Teile. Ihr habt es im Aufbauteil gesehen. Ich habe erst gedacht, ein Teil fehlt, aber es ist dann zum Schluss doch noch unter einem Plastikbehältnis aufgetaucht. Hier ist er. Ihr seht auch, der Servo ist leider wie beim Kader Land Rover Defender etwas lauter. Aber ich denke jetzt nicht, dass es ein Kind wirklich beim Spielen stört. Mich hat's, wenn ich fahre, auch nicht gestört. Wenn meine Kinder gefahren sind, hat es mich genervt. Wenn man selber fährt, merkt man es nicht. Okay, dem Set sind 4 Aufkleber beiliegend. Aufkleber Nummer 1, dasselbe findet man auf der anderen Tür. Und hier haben wir noch 2 auf der Motorhaube. Wie bei den Steinen ist auch hier die Qualität der Aufkleber super. Die sind super ausgestanzt. Die passen sich vom Schwarzton und so weiter relativ gut an. Das haben sie echt gut gemacht. So, was haben wir an Funktionen bei dem Fahrzeug? Hier hinten, wenn man hier hinten dreht, bewegt sich da vorne, ich weiß nicht, Achtung, ich mach's mal so, seht ihr das? Bewegt sich der Zweizylindermotor. Mehr haben wir nicht. Hier können wir ihn aufmachen. Das, warum man da hinten drehen kann, um den Motor zu bewegen, sei mal dahingestellt. Mehr hat die Funktion da hinten nicht. Also nicht, dass es lenkt, noch zusätzlich. Aber okay, dann können wir hier die Seiten aufklappen. Innen drin bei 431 Teilen habt ihr euch jetzt auch schon gedacht, bei ca. 100 Pin-Verbindern, dass da jetzt nicht wahnsinnig viel los ist. Aber alle Teile wie von Kader, eine super Qualität. Da stinkt nichts, da riecht nichts. Das ist nicht verkratzt und nichts. Also das ist wirklich absolut auf dem Niveau von Lego. Ich kann nichts Gegenteiliges sagen. Es ist eine wahnsinnig gute Qualität. War ich überrascht, weil ich den Hersteller noch nicht kannte. Besondere Teile sind jetzt eigentlich keine drin. Nichts, was man nicht aus dem Lego-Katalog, glaube ich, schon kennt. Das hier hinten kann man noch hochnehmen, was jetzt auch keine wirklich tolle Spielfunktion ist. Also, sag mal dahingestellt, was das soll. Und das Geile ist, sie bewerben das ja hier auf der Packung, dass man dieses Ding hoch und runter machen kann. Wofür auch immer. Ich zeige euch nachher noch kurz Impressionen. Wenn er fährt super, kann man auch nichts sagen. Der Wendekreis ist nicht der beste. Ja, also der Wendekreis, ich schätze mal 2,50 Meter oder sowas hat der Wendekreis. Die Reichweite war jetzt bei mir im freien Sichtkontakt ungefähr 35 Meter im Freien. Also man konnte wirklich gut. Hier vorne haben wir noch eine Winde, die ist allerdings nicht motorgetrieben, da ist auch kein Seil und nichts. Die ist eher Dekoration. Insgesamt muss ich sagen, das Fahrzeug ist okay. Designtechnisch ist es jetzt keine Offenbarung. Aber rudimentär sieht es gut aus, ähnlich wie bei dem Kader Land Rover. Es wäre schön gewesen, vielleicht hier oben noch Technikpaneele drin, um das hier oben auch geschlossen zu haben. Ansonsten finde ich ihn eigentlich recht okay. Ja, sieht halt aus wie ein bulliger Ram für ein SWAT-Team oder so ähnlich. Also besser ins Licht. So. Alle Pinne und so weiter haben auch eine sehr hohe Qualität. Da klemmt nichts, die flutschen alle rein, die halten. Also das Qualität, ich bin total begeistert. Das Schöne ist, sag mal, wenn man hier so eine Universaleinheit hat, wie hier, man kann da relativ schnell drauf auf was Neues aufbauen. Ich krieg noch ein, zwei von denen, also nicht genau den, sondern noch so einen anderen Guardian, den werde ich dann auch verlosen. Ja? Der geht dann raus an unsere Zuschauer und dann könnt ihr euch auch einen Einblick von diesem System hier machen. Ich gehe mal davon aus, dass ich einen auch wieder zerlege, um nur die Basisplatte zu behalten und versuche irgendwann mal langfristig, also erwartet da nichts Schnelles, ich bin total ausgebucht fürs nächste Jahr, aber mal gucken, was man mit diesem Grundmodul noch alles machen kann. Die Fernbedienung selber
Seht ihr hier. Ah! Ist doch noch auf Gas gekommen. Also es ist so eine runde Drehscheibe. Hier unten haben wir noch zwei Knöpfe, wo ich nicht genau weiß, für was die sein sollen. Diese Rille hier ist kein Knopf, da passiert auch nichts. Weiß ich nicht, wofür es da sein soll. Es gehen zwei AAA-Batterien rein. Und hier unten ist ein Akku-Pack dran. Also wunderbar. Das Ladekabel wird mitgeliefert, Typ USB-A-Stecker. Wunderbar zu laden. Stunde, anderthalb ist er voll. Er hält circa 20 Minuten bis 25 Minuten. Das ist ganz okay. Also ich bin absolut positiv überrascht. Über das Design und die Funktionen kann man sich streiten. Aber für das Geld, was ich jetzt bezahlt habe, für 30 Euro, ist es absolut okay, die 431 Teile mit einem gut funktionierenden Funksystem unten drunter, kann man absolut nichts sagen. Und man ist eingeschränkt mit dieser Platte, ich weiß, mit Motoren und so weiter, aber da wäre A wesentlich größer geworden und B kann man so kleine ferngesteuerte Autos, wo man keinen Platz hat für Motor, Batterie und so weiter, mit so dieser kleinen Grundbox, kann man auch... Ja, ich würde fast sagen, das ist ein ähnlichen Creator-Expert von der Breite und von der Länge. Kann man wunderbar auch mal ein Creator-Expert-Auto drauf aufbauen. Durch die Noppen muss man keine Technikteile benutzen, sondern man kann auch wirklich rein noppenbasierendes Klemmbausteinfahrzeug damit aufbauen. Okay, das soll schon gewesen sein. Hier nochmal böser Blick vom Kühlergrill. Innen drin das Lenkrad macht natürlich gar nichts, das ist klar. Das lässt sich nicht mal drehen. Aber das ist ja auch jetzt eher für Kinder zum Spielen oder für große, kleine Kinder wie mich, die sich auch über sowas freuen. Und ich denke, da gibt es genug von euch da draußen. Okay, seid mal gespannt. Ich kriege noch drei Stück. Da kommt noch mal ein Einsatzfahrzeug der Polizei. Das ist eher so ein Truppentransporter. Und dann kriege ich noch zwei Baufahrzeuge. Eine Raupe und noch was. Also seid mal gespannt, die kommen die nächsten ein, zwei Tage per Post hier an. Die werde ich dann auch vorstellen und da werden wir dann auch welche verlosen davon. Okay, das soll es für heute gewesen sein. Ihr seht jetzt gleich noch im Anschluss, wie er fährt. Vollständig, damit wir alles abgedeckt haben. Mich hat es gefreut, mal wieder ein Video an der Kamera zu machen und keine Videos am Rechner ohne Ton. Neues Mikro ist unterwegs, das heißt, die moderierten Vorstellvideos werden demnächst auch wieder mit Stimme moderiert und nicht mit Text. Gut, wenn es euch gefallen hat oder uns euer Kanal gefällt, wunderbar, wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben, gefällt euch der Kanal, abonniert uns und seid ihr besonders todesmutig, dann drückt auf die Glocke, weil momentan laden wir wahnsinnig viel Content hoch, fast jeden Tag ein Video oder zwei. Mal gucken, wie lange wir die Frequenz durchhalten, damit ihr nichts verpasst. Bimmel drücken. Gut, das soll es gewesen sein. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Habt eine gute Zeit. Der Brickfreak geht ans nächste Modell. Wünsche euch alles Gute. Bis bald. Bye, bye.